Hallo und herzlich willkommen zu den Update News vom 16.10. und dem großen Curly Update. Denn ihr wolltet ja immer Locken in Star Stable haben. Nein, natürlich nicht so. Denn die Curlys sind ins Spiel gekommen, die wohl lockigsten Pferde der Welt, bei denen jeder Pudel neidisch wird und die aufs 17. Jahrhundert zurückgehen, wurden ins Spiel implementiert. Aber kommen wir zu den Daten der Curlys. Es sind nicht nur allergikerfreundliche Pferde. Nein, ihr könnt sie bekommen in Feargrove oder in Forpinta. Sie kosten 850 Starcoins und sie können den Curly Shuffle, der übrigens ein Viertakter ist und damit eher in Richtung des Tölts geht als in Richtung des Passes. Um die Pferde kaufen zu können, müsst ihr mindestens Level 6 haben. Vorher könnt ihr nicht in die Gebiete gehen und somit die Pferde nicht kaufen. Die Farben, die es gibt, sind ein süßes Kastanienbraun, ein cooles Apfelgrau und ein wunderschöner Falbentobiano. Außerdem sind nun die neuen Pferde auch auf der Karte markiert, was es deutlich leichter macht, diese zu finden. Des Weiteren wird auf den australischen Servern gerade der Schnellshop-Start getestet. In diesem Shop könnt ihr dann unterschiedliche Ausrüstung zusammenstellen. Das heißt, ihr könnt nicht nur eine Sache testen, sondern gleich mehrere Sachen. Und außerdem könnt ihr dort unterschiedliche Outfits ausprobieren, inklusive auch der Items, die ihr in eurem Kleiderschrank habt. Wir können gespannt sein, wie das Ganze dann auf den europäischen Servern aussieht, und ich glaube, dass es eine wirklich sinnvolle Funktion ist und bin da wirklich gespannt drauf. Ein weiteres Item zieht auch diese Woche in den Bonus-Item-Shop und dieses Mal könnt ihr damit rechnen. Der Ausblick auf die nächste Woche wird gruselig, denn der kopflose Reiter galoppiert zurück und bringt wieder jede Menge Quests und Schabernack mit sich. Also schnappt euch die Lockenstäbe und auf in das wohl lockigste Update von Star Stable. Viel Spaß!